Jesus Maria, was ist das für Freit, euch alle wieder zu sehen heute. Vielleicht einige von euch mich kennen wenig. Ja, ich bin's wieder, der vierte Heiligen Dreikönig. Ich bin geradewegs von Bämen heute zu euch, daher nach Spielberg gekommen, um zu erzählen euch für eine Geschichte, was man mir glaubt oder auch nicht. Letzten Sommer, das war klar, hab Urlaub gemacht, ich auf Ibiza. Ich hab gemietet mir a Finca. Wie ich dorthin komm, sind gesessen dort zwei Stinker. Ich denk, ich bin. Dann noch ich lache, war das gut Dennis und der Strache. Und neben die beiden auf a Bank sind gekocht zwei Buberln, gärtenschlank. Da sagt der Strache zum Gudenus, hörst was was? Die Russin ist aber schon ein scharfer Hass. Ich geh ins Zimmer, nur weil die Tür war offen, der Strache war schon ziemlich besoffen, hat gefuchtelt mit den Händen und tut blöd schwätzen. Gudenus tut das alles auf Russisch übersetzen. Das hat geklungen, ziemlich gebrochen. Dabei hat die Russin eh Deutsch gesprochen. Und was ist die Moral von der Geschichte? Politik und Alkohol vertragt sich nicht. Und sind dann gar auch noch Frauen mit dabei? Dann ist mit Politkarriere schon vorbei. Ich weiß nicht, ist dumm, ist frech. Oder sind manche Leute ein bisschen blöd, wenn sich wünschen, dass der Strache wieder zurückkommt auf politisches Parkett. Neulich treffe ich am Rathausplatz einen kleinen Wurz. Richtig, es war der Herr Bundeskanzler Kurz. Ich gratuliere ihm, dass er konnte die Wahl gewinnen und frage, wieso tun sie ihn zusammen, gerade mit den Grünen? Warum machen so schwer sich in das Leben? Es hätte doch so viel andere Möglichkeiten gegeben. Sagt er, naja, wie er ausgeschieden worden ist, der volle Kiebel, da waren die Grünen gerade noch das geringste Übel. Und jetzt als Regierungspartner werden wir schauen, was die Grünen zusammen mit uns sich alles trauen. Vor allem, lieber Herr König, wenn Sie gestatten, machen ich und der, wie heißt der schnell? Ha? Der Kogler, genau, das ganz ohne Krawatten. Bei der SPÖ schaut's aus, da sind alle ziemlich stark verwirrt. Die Pamela sagt, wir sind am richtigen Weg. Doch keiner weiß, wohin der fährt. Jetzt machen sie einmal ganz kleine Schritte, um wieder zu finden ihre Mitte. Und so manches Mitglied ein bisschen trauert, weil keiner weiß, wie lange das dauert. Doch macht euch keine Sorgen, liebe Leute, sie haben dazu ja 5 Jahre Zeit. Vielleicht wird sich bis dorthin was Gescheites ergeben und hoffentlich können wir das auch noch miterleben. Wie ich so spazieren gehe auf der Straße, hab ich mir Missen gefallen lassen, dass einer gefragt hat mich eiskalt, was ich von der neuen Regierung jetzt halt. Na, sag ich, wird man mal schauen, die Hälfte von denen sind jetzt Frauen und vielleicht wird sie auch was ändern, möglicherweise das unnötige Gendern. Schön wär's, wenn auch die Feministinnen merken, dass bei uns in Österreich alle Menschen sind wertig gleich. Für uns Männer gilt auf alle Fälle, bei uns steht die Frau immer an erster Stelle. So, jetzt gibt's für Überraschung für alt und jung in Österreich auch eine Frau Minister für Verteidigung. Dass ein Minister keine Kompetenz braucht, ist längst on top. Aber eine Frau für diesen besonderen Job,
Nur weil die Deutschen den Posten mit einer Frau besetzen, muss man nicht auch bei uns eine in den Job einhetzen. Ich war ja auch beim Bund und hab mir gedacht, ich bin. Was macht eine Frau beim Bundesheer als Ministerin? Da rennen die doch lieber gleich davon. Aber brauche ich nicht, bin eh schon lang in Pension. Im Parlament hat man festgestellt, dass hin und wieder bei Sitzungen einer fällt. Wobei ich sagen muss, ich glaube das schon, so mancher geht doch gar nicht an. Jedenfalls hat man dort einen Beschluss gefasst, wenn in Zukunft einer eine Sitzung verpasst, muss er, auch wenn es ihm nicht dort gefallen, 50 bis 100 Euro zahlen. Bei uns in Spielberg im Stadt- und Gemeinderat finden auch viele wichtige Sitzungen statt. Und daher möchte man auch meinen, dass da immer alle dazu erscheinen. Doch habe ich jetzt vernommen, dass da auch nicht immer alle kommen. Drum finde ich, man kennt vom Parlament das Schema auch da für Spielberg übernehmen. Nur bei den Gemeinderäten, ihren Gehalt reicht's, wenn einer 20 bis 50 Euro zahlt. Bloß eine Ausnahme sollte man machen. Vielleicht wird mancher jetzt drüber lachen, doch ich sag's einmal ganz unverhohlen, dem Herrn Stadtrat Lackner sollte man, wenn er nicht kommt, 100 Euro zahlen. Ja, mancher fragt sich immerhin, was hat der in sein Kistel drin? Ich sag's euch, es ist nichts verhext, da drin im Kistel war nur mein Text. So, meine lieben Leute, das war es wieder mal für heute. Bei euch zu sein, das war ein Traum. Jetzt gehe ich wieder. Spielen wir zusammen.